so einen starken Stoß abkriegt, der macht einen Schritt nach hinten, um das Gleichgewicht zu halten. Und der andere Mann zieht das Messer raus und das Blut läuft dem Mann die Brust runter, als ob der ein Leck hätte. Mitten in der Oxford Street. Ja, als ob der ein Leck hätte, ein verdammt großes, weißt du. Und dann, ja, dann hat er sich einfach irgendwie, er hat sich einfach so, ja, einfach so vorsichtig hingesetzt, mitten auf dem Gehstock. Und der andere Mann? Der war weg. Ich hab meine Hand draufgehalten. Bei dem Mann? Ja. Auf seine ja. Wunde? Ja. Jess, du hast die Hand auf seine Wunde gehalten? Ja, ich hab's bedeckt. Naja, also er hat sich hingelegt und ich hab dann einfach meine Hand auf die... Naja, weil, ich weiß nicht, sonst wollte ja niemand. Ich nehme an, die wollten sich nicht ihre Sachen einsaugen oder so. Wichser. Ein Jess, 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 geht's dir gut? Geht's ja. Dir gut? Und ich bin mit ihm in den Krankenwagen und bin dann hergefahren mit ihm. Und dann haben sie ihn da reingebracht. Leicester Square. Okay. Das ist nicht in der Oxford Street. Wirklich? Was spielt denn das für eine Rolle? Du hast nur Jess. Aber das ist doch alles um die Ecke. Ich habe einfach eine Abkürzung genommen. Okay? Von wo? Ja, von meinem Vorstellungsgespräch. Ja, das war wo? Poland Street. Okay. Das ist in der Poland Street. Ja. Okay. Es ist einfach so aus ihm rausgelaufen, weißt du, als ob der, ja, als ob der ein Leck hätte. Es ist einfach so aus ihm rausgelaufen und man konnte sehen, wie der runterfährt. Ich weiß nicht, als sei Blut, ja, das, was wir sind oder so. Einfach nur diese Flüssigkeit, so als wären wir wandelnde Wasserbeutel oder so. Und dann eines Tages kommt jemand und sticht ein Loch in den Beutel und das war's dann. Du hast ein Leck und dann fährst du langsam runter, bis du abschaltest. Einfach abschaltest. Ich hatte solche Angst, dass das Blut irgendwo hinfließt, wo es nicht hin soll. Weißt du, als ob ich das blockiere und dann bleibt es stecken und dann fließt zurück in seinen Körper, aber dann kommt es vielleicht in den falschen Teil und dann vergiftet es ihn vielleicht oder so. Ich weiß jetzt nicht, ob sowas gibt oder ob das nur eine Vorstellung ist. Ich habe die auch gefragt, aber die wussten nicht, was ich... Also weißt du was? Weißt du, ob sowas passieren kann? Das ist ja ein Umweg. Was? Oxford Street, das ist ein Umweg. Nein. Doch. Wenn du in der Poland Street bist und zum Leicester Square willst, dann ist Oxford Street ein Umweg. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, aber es liegt doch alles nah beieinander. Ja, aber es ist trotzdem ein Umweg. Na und? Oder nicht? Ja, aber... Ja oder nein? Ja. Ja oder nein? Ja, aber es ist doch alles um die Ecke. Ja? Also ein Umweg, ja? Ja, David. Du hast also einen Umweg gemacht, ja? David, du hast also einen Umweg in die Oxford Street gemacht. Warum? Warum? Was? Warum hast du einen Umweg in die Oxford Street gemacht? Warum bist du denn nur so? Weil, Jess, weil du bei einem Vorstellungsgespräch in der Poland Street warst. Die, soweit ich weiß, soweit ich mich erinnere, die südlich der Oxford Street. So, und du wolltest zur U-Bahn-Station Leicester Square, die, soweit ich ebenfalls weiß, soweit ich mich richtig erinnere, die ebenfalls südlich der Oxford Street liegt. Ich frage mich also, was hast du in der Oxford Street gemacht? Verstehst du das? Ich will einfach nur herausfinden, warum eine Frau einen riesen Umweg auf sich nimmt, um nach Norden in die Oxford Street zu gelangen, die eine der beschissensten, unabhängigen,